Okay, also. Ich möchte euch Dinge erzählen über 3D-Shader-Programmierung. Ich war letztes Jahr mal auf einer Demo-Party der Evoke in Köln. Da treffen sich kleine Gruppen und programmieren zusammen Programme, die irgendwie ganz viele coole Grafiken und Musik ausgeben. Und oft gibt es da so eine Größenbeschränkung, wie das Programm darf nicht größer sein als 1 Kilobyte oder sowas zum Beispiel. Und dann sind da ganz viele fancy Dinge drin. Und das hat mich erstmal umgehauen. Und ich wollte ein bisschen mehr darüber lernen, wie das funktioniert. Und habe herausgefunden, die benutzen Grafik-Shader und Raymarching als Technik. Wer von euch hat mal irgendwie in der Uni oder sowas Computergrafik-Dinge gelernt? Da gehen irgendwie 4, 5, 6 Hände hoch oder sowas. Da lernt man meistens Raytracing. Ne? Das war so das, was ich in Computergrafik gelernt habe, was auch irgendwie eine coole Technik ist. Und von Raymarching hatte ich noch nie gehört. Und das funktioniert etwas anders und in einer Art und Weise, die mich auch ziemlich umgehauen hat. Und ich dachte, das interessiert bestimmt nicht nur mich. Da wollte ich euch was drüber erzählen. Wir fangen aber mal ganz unten an, wie Shader überhaupt funktionieren. Fragment Shader unterscheiden sich von Vertex Shadern dadurch, dass man da einfach auf den Pixeln des Bildes arbeitet. Ne? Also Vertex Shader würden irgendwie schon was mit 3D-Geometrie machen oder sowas, das gibt es auch. Das ist hier aber nicht der Fokus, sondern wir führen dieses Programm aus für jeden Pixel des Bildes, das wir haben. Ich habe hier so ein Programm, das heißt GLSL Viewer. Dem gibt man irgendwie eine Größe des Bildes, das man haben will, und einen solchen Programmcode. Und dann macht es einem ein Fenster auf, wo das Ergebnis drin ist. Das ist in diesem Fall erstmal schwarz. Weil wir da so eine spezielle Variable haben, namens GLFragColor, da tun wir rein ein Vektor aus 4 Floats. Das sind 3 Nullen und eine 1. Das letzte ist die Opacity. Das vordere ist die Farbe. Ne? Wenn wir da jetzt irgendwie eine 1 reinschreiben, kriegen wir ein schönes rotes Bild. Dieses Programm irgendwie guckt, ob die Datei sich ändert und lädt das neu und führt das dann aus. Genau. Sonst die Sprache, also GLSL steht für OpenGL Shading Language. Ist von der Syntax her sehr ähnlich wie C. Man kann da irgendwie, keine Ahnung, es gibt so Datenformate wie Vektor mit 3 Elementen. Da können wir jetzt auch diese Farbe reinschreiben. Datentyp Vec3, sowas, und dann können wir das hier reinstopfen. Und die Sprache stellt sicher, dass das dann, also das funktioniert. Ne? Man sieht irgendwie, da kommt ein Dreiervektor rein und dann ist da noch ein Element. Und dann machen wir das auch so. Genau, oder das, der andere Datentyp ist ein Float irgendwie, Opacity, können wir jetzt auch auslagern. Nicht besonders spannend. Floats sind auch eigentlich das Einzige, was es gibt. Also irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt hier versuche, so was Ganzzahliges zu schreiben, dann beschwert sich irgendwie dieses Programm zumindest. Ne, type in, cannot be assigned, bla. Wir machen mal alles mit Floats. Gut, das ist erstmal ziemlich langweilig. Gucken wir uns mal was Spannenderes an. Was ihr über Shader wissen müsst, ist, dass dieses Ding, was wir hier schreiben, quasi jedem einzelnen Pixel des Bildes gegeben wird und dann hochparallel ausgeführt. Das ist so der große Vorteil. Das läuft auf der Grafikkarte, da sind irgendwie ganz viele kleine Recheneinheiten drin, die ganz viel parallel ausrechnen können und dadurch sind diese Shader ziemlich effizient. Und man kann halt in dem Shader interne Variablen anlegen, die man dann irgendwie zuweisen kann und damit rechnen und so. Das läuft dann auf jedem Pixel einzeln. Es gibt aber auch diese Uniform-Variablen, die hier oben deklariert werden. Und die sind Variablen, die jeder dieser Pixel, die wir kriegen, gleich kriegt. Ja, also das ist jetzt sowas wie die Mauskoordinate in dem Bild, die Auflösung des Bildes und die aktuelle Zeit irgendwie seit Start dieses Programms oder sowas. Und damit können wir dann ein bisschen spannendere Sachen machen. Was ich hier zum Beispiel mache, ist, ich nehme die Koordinate dieses Fragments. Ne, das ist kein Uniform, das ist pro Pixel unterschiedlich. Und teile das einmal durch die Auflösung, um irgendwie so Werte zwischen 0 und 1 zu kriegen, um damit irgendwie unabhängig von der Auflösung zu sein. Genauso mit der Mauskoordinate. Und jetzt können wir hier halt anfangen und irgendwie sagen, wir tun mal die Mauskoordinate hier als Rot- und Grün-Kanal rein oder sowas. Und dann können wir je nach abhängig von der Position der Maus irgendwie bunte Dinge machen. Genau, was ihr da auch seht, irgendwie 0,0 ist hier unten, ja? 1,1 ist hier oben. Das ist bei diesen Shadern so, genau. Oder, keine Ahnung, wenn wir jetzt die Zeit noch einbauen wollen, machen wir einen Sinus über die Variable. Das so ein bisschen runter. Wir können das ja mal schneller machen. So kriegen wir irgendwie lustige Dinge, können mit der Maus rumspielen. Ganz hübsch. Genau.
oder die Koordinate. Hat jemand Probleme mit flackernden Bildern übrigens? Ich kann gucken, mich mit der Frequenz zurückzuhalten. Also hier noch die Koordinate oder sowas. Mit Punkt Y kann man auf einzelne Werte zugreifen. Ich mache mal ein bisschen Dinge wieder weg, damit das klarer wird. So. Na, also abhängig von der Y-Koordinate tun wir da mehr Grün rein. Genau, und tun das dann am Schluss wieder in die Fragment-Color-Variable, um das Ergebnis zu kriegen. Gut, okay. Jetzt wollen wir mal irgendwelche Formen machen oder sowas. Das geht ein bisschen anders, als man das sonst so in Grafikdingen gewohnt ist, weil man halt nicht sagen kann, zeichne irgendwie einen Kreis, weil das halt irgendwie alles parallel gleichzeitig passiert. Und stattdessen, was wir machen können, also ich habe hier jetzt ein paar Farben definiert irgendwie, die hübscher sind als so reines Rot oder so, um das benutzen zu können. Sage erstmal, die Farbe in jedem Pixel soll diese Farbe A sein. Und jetzt können wir anfangen, das irgendwie einzuschränken auf einen Bereich. Also ich nehme das jetzt mal Circle, das ist oben eine Funktion. Die kriegt die aktuelle Koordinate, irgendwie einen Mittelpunkt. Machen wir mal, keine Ahnung, so die Mitte des Bildes und ein Radius. Ja, gerade passiert damit noch nichts, deshalb ist es nicht anders als sonst. Ich kriege einen Fehler, mal gucken. Weg 2 muss das sein, genau. Genau. Und jetzt können wir mal überlegen, wie wir das hinkriegen, einen Kreis daraus zu malen. Also wir wissen, noch mal kurz, das ist der aktuelle Pixel, für den wir das Programm ausführen gerade. Und Center ist auch bei allen gleich. Und jetzt können wir mal sowas angucken, wie zum Beispiel den Abstand zwischen den beiden. So, wenn wir das so schreiben, mal gucken, wie das aussieht. Okay, kriegen wir so einen Farbverlauf. Ne? Das ist ganz nah am Mittelpunkt irgendwie 0, weil der Abstand niedrig ist und nach außen hin wird es dann immer höher. Zwischenfrage, ja. Die Main-Methode wird pro Frame gerade immer einmal ausgeführt? Oder? Ja, tatsächlich, genau. Okay. Pro Frame, pro Pixel. Pro Pixel, ja genau. Genau. Ja. Ja. Gut, okay, also das ist schon mal irgendwie was Radiales oder sowas. Wir können das ja einmal umdrehen irgendwie. 1 minus diesen Abstand, dann kriegen wir so ein Ding. Und jetzt wollen wir daraus irgendwie was Scharfkantigeres machen. Ja. Und was es dafür zum Beispiel gibt, ist eine Methode, die heißt Step. Da tun wir rein einen Wert, die unsere Stufe darstellen soll, sagen wir mal. Also wir können jetzt den Radius nehmen tatsächlich. Und dann einen Wert, den wir außerdem noch reintun. Ja, und was das macht, ist, es vergleicht diesen hinteren Wert mit dem vorderen. Wenn es unter dem Wert ist, kriegen wir eine 0. Wenn es über dem Wert ist, kriegen wir eine 1. Ja, und dadurch kriegen wir diese scharfe Kante unseres Kreises hin. Genau, das ist schon mal ganz cool. Da können wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn wir noch einen Kreis haben wollen, addieren wir da noch irgendwas drauf mit Farbe B und der Mausposition oder so. Gucken. Ich addiere das. Die Koordinate. Muss das nicht U-Maus sein, nicht U-Maus? Genau, stimmt. U-Maus ist quasi in Pixeln des Gesamtbildes, deshalb ist das gerade viel zu riesig. Genau, danke. U-Maus ist das, was ich hier suche. Und die verhalten sich additiv. Ja? Genau. Was können wir noch machen? Es gibt eine Funktion, die ist auch eingebaut in GSL, der Smooth Step. Da gibt man quasi zwei Werte an. Wir können jetzt sagen Radius minus so ein bisschen und Radius plus so ein bisschen. Unterhalb dieser Grenze ist es immer 0, oberhalb dieser Grenze ist es immer 1 und dazwischen wird irgendwie so hübsch interpoliert. Dann kriegen wir so blurry Kreise. Ich mache das nochmal ein bisschen mehr blurry. So, genau. Keine Ahnung, kann auch meinen Radius ändern oder so, aber das glaubt ihr mir bestimmt, dass das funktioniert. Und das ist halt irgendwie eine ganz coole Art, über Grafikerzeugung nachzudenken, finde ich schon mal. Ja. Noch gerade irgendein Wunsch, was ich damit anstellen soll? Wir können. Ich habe gerade eine Frage. Ja. Wofür genau brauche ich denn die Methode Step, wenn es da auch ein größer oder kleiner Zeichen getan hätte? Da müssen wir mit Ifs anfangen und so, oder? Also könnten wir auch machen. Eigentlich nicht, ich meine, es geht ja nur zurück, ob die Farbe wirklich für diesen Punkt ist oder nicht, oder? Wir wollen Float haben an der Stelle, so der die Opacity der Farbe angibt. Ne? Damit können wir dann auch so lustige Smoothness-Effekte machen. Grundsätzlich könnte man auch das sehr explizit schreiben und sagen, irgendwie if Abstand größer als Radius oder so, dann 0 und sonst 1 und so. So ist es halt ein bisschen effizienter, weil wir irgendwie keine Verzweigung machen müssen, sondern diese Funktion das für uns übernimmt. Genau. Okay, gut. Genau. So macht man grundsätzlich Formen.
gucken wir uns nochmal eine bisschen andere Richtung des Ganzen an, die zu tun hat mit expliziten Distance Functions. Da geht es darum, dass wir pro Pixel des Bildes einen Flow zurückhaben wollen, der uns quasi angibt, wie weit wir gerade von einer Form weg sind. Ja, bei einem Kreis können wir das genauso machen wie eben im Grunde. Wir nehmen uns irgendwie, also was wir hier, also ich habe es ein bisschen umgeschrieben jetzt irgendwie, ich benutze hier diese Funktion Map. Die kriegt nur die Koordinate des Pixels, die wir gerade haben. Und da schreiben wir jetzt explizit rein, was für Formen wir da haben wollen. Wir können jetzt auch wieder sowas machen wie, wir nehmen die Koordinate, gucken uns den Abstand an, Distance, genau, zu irgendeinem Punkt. Beziehungsweise, ich überlege gerade, wie ich das am besten zeige. Wir haben da Zugriff zur Mausposition innerhalb dieser Methode. Und wir könnten uns jetzt mal angucken, genau, den Abstand zwischen der Koordinate und der Mausposition. Ups. Ja, dann kriegen wir wieder so einen Verlauf. Und was ich jetzt möchte von dieser Funktion ist, dass sie am Rand der Form, die wir erzeugen wollen, exakt 0 ist. Innerhalb der Form, die wir haben, soll sie irgendwie negativ sein und außerhalb positiv. Das heißt, wir würden hier auch das Ganze einmal flippen. Und dann unten sowas sagen wie, wenn der Wert, der hier rausfällt, ich muss gerade ein bisschen überlegen, wie ich das herleite. Also was ich unten machen möchte, ist diesen Wert, den wir kriegen, angucken und ab irgendeinem Wert, einem Float, den wir da kriegen, ist abschneiden. Ja, und sagen, wenn es größer ist als ein bestimmter Wert, dann ist da unsere Form und unterhalb von dem nicht. Und ich nehme jetzt hier mal wieder die Step-Funktion und sage, das ist dann sinnvoll, ich probiere mal irgendwie sowas als Grenze hier für diese Funktion, gucke, was da rausfällt. Okay, das ist ein bisschen gigantisch. Ach so, genau. Sowas, genau. Da schneiden wir jetzt alles ab, was größer ist als 0,5, was oben rauskommt. Und das andere ist halt komplett schwarz. Genau, ich mache es nochmal auf 1 oder sowas. Ups. Okay, dann ist alles weg. In der Tat. Du hast das ja oben so invertiert mit dem 1 von 0 minus Distance. Ja. Wenn die Distanz größer wird, ja, dann machen wir mal oben die Invertierung weg tatsächlich. Genau, okay, jetzt ist alles außerhalb dunkel, dann drehen wir das hier auch um, dann haben wir... Also du möchtest ganz klar die Kreise erzeugen, oder? Ich möchte, ja genau. Also wir machen 0,5 auf was Kleineres, zum Beispiel 0,2. Ich glaube, Nee, hat die Negation dazwischen weggenommen. Ich glaube, was ich machen möchte, ist sowas hier. Okay. Ich habe jetzt oben in der Map das Ganze einmal runtergezogen, sodass, wenn wir am Rand dieses Kreises sind, dann haben wir wirklich eine 0. Ne? Also dann ist der Abstand der Mausposition zum Pixel ist dann irgendwie minus 0,1 offenbar. Wenn wir 0,1 abziehen, dann sind wir bei 0 auf dem Rand des Kreises. Innerhalb ist es irgendwie negativ, außerhalb ist es positiv. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Und unten gucken wir dann, dass alles, was irgendwie positiv ist, alles, was negativ ist, färben wir in dieser Farbe A ein. Genau. Okay. Und diese Methode hier oben ist jetzt ziemlich flexibel, was wir damit so anstellen können. Wir könnten jetzt sagen, dieses Ding ist irgendwie unser erster Kreis. Ne? Der Abstand vom ersten Kreis. Wir können da auch einen zweiten mal einbauen, dem wir eine feste Position geben. Das ist ein Type of Float. Oh ja, danke. Ups. Auch schön. Ne? Map has non-void return type. Genau, ich returne da noch nichts. Also Circ 2, gucken wir mal kurz, wie der aussieht. Der ist da irgendwie fest. Können wir ein bisschen
größer machen oder so. Genau. Und jetzt wollen wir diese beiden Kreise, die wir da haben, also die Abstände irgendwie miteinander kombinieren. Was man dafür benutzen kann, ist zum Beispiel das Minimum der beiden Abstände. Das sieht dann so aus. Ist eine Funktion, die herausfällt und für den Punkt, den wir angucken, wird halt geguckt, okay, was ist der Abstand zum einen, was ist der Abstand zum anderen, und wir nehmen dann den, der näher an uns dran ist, und benutzen das für die Entscheidung. Genau, jetzt ist die Frage zum Beispiel, was passiert wohl, wenn wir da ein Maximum draus machen? Könnt ihr euch vorstellen, was da, ups, schade ist? Ich hätte noch nicht speichern sollen. Genau, es ist die Intersection davon. Und um das klarer zu machen, hatte ich mir gedacht, wir gucken noch mal ein bisschen, wie diese Distance Function jetzt aussieht. Und addieren da noch mal was drauf, was das ein bisschen symbolisieren soll. Wir nehmen uns die Funktion von map und machen da die Methode fract drauf. Das nimmt den fraktionalen Teil, also ne, die Nachkommastelle. Und ich denke, das muss ich noch mit irgendeinem Faktor mal nehmen, damit man überhaupt was sieht. Mal gucken, genau. Ja, also, machen wir nochmal kurz das, die Vereinigung dieser beiden Formen, dass es ein bisschen hübscher ist. Genau. Und eigentlich wünsche ich mir noch, dass die Formen innen tatsächlich nicht diesen Verlauf haben, sondern komplett rot sind. Das heißt, ich werde hier an dieser Stelle mal alles abschneiden, was negativ ist. Und sage irgendwie, das Minimum, das Maximum zu einer Null. Ne, dann werden alle negativen Werte weggeschmissen und wir kriegen stattdessen dort eine Null, sodass der Farbverlauf dort nicht eingezeichnet wird. Genau. Also, hier ist nochmal das Minimum, ne? Irgendwie diese Kante, die man da sieht, ist halt genau die Stelle, wo beide Kreise gleich nah dran sind. Und ab da springt es dann oben. Und wenn wir das mit dem Maximum machen, dann sieht das so ähnlich aus. Ne? Nur dass jetzt für die Hälfte, wo der kleine Kreis näher dran ist, wird halt der große gezeichnet und andersrum. Und dadurch kriegen wir diesen Intersection-Effekt. Genau. Und jetzt habe ich hier in Source Code schon mal reinkopiert so eine SmoothMin-Funktion. Die kriegt einen Parameter, der definiert, wie smooth das sein soll, und das interpoliert dann zwischen den beiden so ein bisschen hin und her. Da kann man dann sehr hübsche Effekte mitmachen. Ich tue mal jetzt irgendwie 0,2 als Smoothness-Faktor rein oder sowas. Dann kriegen wir so ein bisschen so ein blobbiges Verhalten. Ja? Und sowas ist halt was man in diesen Demos aus der Demoszene total oft sieht, wo ich bisher nie wusste, wie das funktioniert. Aber wenn man nicht Raytracing macht, sondern solche Ansätze, ist das halt irgendwie trivial eigentlich, da eine andere Funktion reinzuklatschen, um das zu kombinieren. Ja, genau. Und nochmal zu demonstrieren, wie das aussieht mit einem kleineren Faktor, dann verhalten die sich halt eher so wie vorher. Wenn wir die auf 0 setzen würden, wäre es wirklich wieder nur wie die Vereinigung. Und je größer wir das machen, desto stärker ziehen die sich an. Ja. Genau. Nice. Genau, was sich noch. Ja, von Raytracing implementiert. Ich kenne das aus dem zweidimensionalen gar nicht. In der Tat, ja. Das spielt eher eine Rolle im dreidimensionalen Fall, genau. Kann ich nachher nochmal kurz auf die Unterschiede eingehen. Ich bin wie so eine Schurkenmaske. Große Auge, kleine Auge. Oh, ja, genau. Oh. Der böse Michelin-Mann! Ich wollte nochmal versuchen, euch zu zeigen, wie man jetzt darin ein Rechteck definieren würde. Mal gucken, ob ich das aus dem Kopf noch hinkriege. Wir wollen irgendwie einen Quad haben. Und also dieses Quad wird später irgendwie einen Mittelpunkt haben und irgendwie eine Ausdehnung in zwei Richtungen oder sowas. Wir nehmen die Koordinate, wir ziehen davon ab einen Vektor, der die Größe beschreiben soll. Keine Ahnung, sowas. Und nehmen von dem Ergebnis das Minimum zum Nullvektor. Ich probiere mal kurz, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Versuche das dann zu erklären. Quad, machen wir das erstmal alleine. Gucken, was wir da kriegen. An welcher Stelle meinst du?
Genau, die Zeile hinten. Dieser. Eigentlich müsste das gehen. Probieren wir kurz diese Syntax. Das, würde das dann komponentenweise ausführen? Nee. Also Koordinate ist ein 2-Vektor, das ist ja auch einer. Fehlt nicht eine schließende Klammer? Oh, ich will gar keine Distanz benutzen, da ist ja gerade nur ein Parameter drin. Ich möchte die Länge. Genau. Das ist schon so ähnlich wie ein Quad. Machen wir das mal kleiner. Okay, interessant. Das Problem ist. Okay, ich glaube, ich muss mal spicken in meine Vorlage, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dann nehme ich noch den Absolutbetrag. Oh, ich nehme Maximum. Das ist keine richtig Spaß. Das ist keine richtig Spaß. Wie das aussieht? Okay. Also, was haben wir gemacht? Wir haben von den Koordinaten, die wir kriegen, die Mausposition abgezogen, um so eine Verschiebung hinzukriegen. Dann ziehen wir davon diesen 0,1 Vektor ab. Ich mache das mal irgendwie asymmetrisch. So. Das sind quasi die Verbindung von einem Punkt zu, so sagen wir mal, der oberen rechten Ecke dieses Rechtecks. So der Verbindungsvektor zwischen diesem Punkt und der oberen Ecke. Und dann nehmen wir das Maximum mit 0. Das heißt, das wird alle Teile dieses Verbindungsvektors nullen, die negativ sind. Ich muss mal kurz das Rechteck irgendwie festsetzen, damit ich mit der Maus was zeigen kann. Moment. Aha. 2, genau. So, also wenn das zum Beispiel ausgewertet wird für diesen Punkt hier, dann wird das Programm berechnen den Verbindungsvektor von diesem Punkt zu dieser Ecke und wird dann feststellen, okay, in Richtung nach unten wird das halt irgendwie wird es negativ und durch diese Maximumverbindung mit dem 0,0 wird es dann genullt und quasi hier hochgeschoben. Und dann nehmen wir die Länge dieses Vektors, ne, von diesem Punkt zu der Ecke. Das führt dazu, dass alle Punkte, die hier drunter liegen, da wird halt jeweils der Höhenunterschied zu dieser Ecke genullt. Und dann kriegen wir die gleiche Länge. Wenn wir drüber sind, wird nichts genullt, dann kriegen wir einfach die Länge von dem Punkt zu der Ecke. Und dadurch kriegen wir diese Rundung hin. Und dass das für alle vier Seiten passiert, da gibt es diese Absolutfunktion. Ne? Die negative Werte dieses Ergebnisses positiv macht. Dadurch kriegen wir irgendwie die Symmetrie in beide Achsen. Dieses Recht erkennen. Genau. So können wir so eine Distance Function für rechteckige Dinge aufstellen. Und jetzt können wir das halt auch wieder lustig kombinieren. Dann nochmal das Smooth Minimum mit unserem Kreis machen. Und vielleicht den zweiten auch noch dazu. Das klatschen wir einfach noch drauf. Gucken wir, wie das aussieht. Genau. Kriegen wir irgendwie fancy Formen. Gut, okay. Das war jetzt so der zweidimensionale Fall. Wir versuchen jetzt mal den Schritt in die dritte Dimension. Wo das eigentlich sehr ähnlich funktioniert. Wir werden auch für den 3D-Raum irgendwie uns eine Map-Funktion schreiben, die uns angibt, so den Abstand zur nächsten Oberfläche. Und dann mal gucken, was passiert. Und tatsächlich machen wir das sehr ähnlich wie vorher auch. Also wir machen jetzt einfach mal irgendwie den Abstand dieses Punktes zum Ursprung. Ne? Also ich glaube, wenn wir das so schreiben, dann wird die Sprache alle drei Komponenten nullen. Wir ziehen wieder irgendwie den Radius des Kreises ab, den wir haben wollen. Genau. Gucken mal, ob da was passiert. Genau. Das ist jetzt tatsächlich ein 3D-Objekt, was wir noch nicht sehen, weil wir irgendwie noch kein Shading drauf haben. Und wir gucken jetzt mal durch den Rest des Programmes, was da passiert. Also hier passiert auch wieder sowas, dass wir die Koordinate des Pixels nehmen, den wir gerade angucken, und irgendwie erstmal normalisieren auf Breite des Bildes. Dann nehmen wir es mal 2, was dazu führt, dass, ja, irgendwie unten 0,0 ist, oben 2,2.
und dann ziehen wir quasi von allen Stellen 1 ab in beiden Komponenten, was dazu führt, dass wir in der Mitte den Ursprung haben. Ja, in der Mitte ist 0, 0 nach dieser Transformation in Koord. Hier ist 1, 1, da ist minus 1, minus 1. Ja, dadurch haben wir so ein bisschen eine natürlichere Blickrichtung nachher. Dann diese Direction-Variable nimmt die Position des Pixels, ne, in diesem veränderten Koordinatensystem, das wir gerade haben, und geht in der Z-Achse, die quasi ins Bild rein blickt, einen Schritt nach vorne und guckt, was das dafür ein Vektor rauskommt. Und diesen Vektor nehmen wir als Verbindung, also als Richtung eines Strahls, den wir nachher benutzen wollen. Ja, also nochmal, wir sind irgendwo, wir haben quasi vor uns so eine Wand, die ist 1 weg und die Pixel sind da so auf einer Ebene drauf von minus 1, minus 1 bis plus 1, plus 1. Wir gucken immer die Verbindung vom Ursprung in Richtung dieses Pixels auf dieser Wand. Ja, das wird dann nochmal normalisiert, damit wir also einen Vektor der Länge 1 haben. Das ist das, was da passiert. Ne, weil halt irgendwie, wenn wir eine Verbindung zur entfernten Ecke dieser Wand haben, haben wir einen längeren Vektor als zur Mitte hin zum Beispiel. Deshalb haben wir da noch eine Normalisierung drauf. Dann haben wir wieder einen Vektor der Länge 1. Genau, wir definieren uns hier irgendwie einen Ursprung, da soll dann unsere Kamera später stehen quasi, von der wir ins Bild gucken. Genau, und dann rufen wir diese Trace-Funktion auf, die das beides als Argumente kriegt. Und die gibt uns den Abstand von der Kamera zu irgendeiner Geometrie im Bild. Tatsächlich, gucken wir gleich, wie das funktioniert. Und das sind dann so Späße, dass wir irgendwie etwas, was näher an uns dran ist, dass das hier eine Farbe kriegt und alles andere schwarz wird. Ja, damit wir hier was sehen können. Okay, was macht Trace? Trace hat eine Variable namens Dist für die Distanz, die wir gerade schon gegangen sind. Ich mache nochmal kurz einen Bogen zurück und erkläre erst, wie Ray Tracing funktioniert. Also das Ray Tracing. Da würde man auch so einen Strahl in die 3D-Szene schießen und sich irgendwie Objekte definiert haben, die da drin sind. Zum Beispiel auch irgendwelche Kugeln oder Quader oder sowas. Und für jedes Objekt in der Szene dann gucken, ob der Strahl die schneidet. Ja, das sind dann meistens mehr oder weniger Intersection-Tests, die man da machen muss irgendwie. Und dann kriegt man raus, schneiden die sich? Und wenn ja, kriegen wir den Schnittpunkt irgendwie. Und diesen Schnittpunkt kann man dann Dinge machen und Dinge zeichnen und so. Das ist okay, das ist einigermaßen elegant. Bedeutet aber halt, dass man für jedes Objekt irgendwie unterschiedliche Intersection-Tests braucht. Und gerade so smoothe Verbindungen oder sowas da total schwierig sind. Ja. Deshalb benutzen wir hier das Verfahren namens Ray Marching, was nicht den Strahl direkt komplett in die Szene wirft, sondern sich mal so ein bisschen schrittweise vortastet und guckt, wo es ankommt. So wird das später funktionieren. Wir starten irgendwie ganz am Anfang, ne, und sind da auf diesem Strahl noch überhaupt nicht in die Szene gegangen. Und dann machen wir 64, also maximal 64 Schritte. Bei jedem Schritt gucken wir erstmal, okay, vom Ursprung aus und diese Distanz in die Richtung, die uns gegeben wurde, welchen Punkt kriegen wir da? Und für diesen Punkt werten wir dann die Map-Funktion aus. Ja, dann kriegen wir nochmal die Information, wie weit ist so das nächste Objekt weg. Ja, und wenn wir da herausfinden, okay, das ist irgendwie 0 oder negativ, dann sind wir offenbar schon in ein Objekt reingelaufen. Dann breaken wir und geben die Distanz, die wir gelaufen sind, zurück. Und wenn es positiv ist, dann wissen wir, okay, wir sind noch nicht in einem Objekt drin. Und wir können außerdem sicher sein, also wenn wir zum Beispiel den Wert 5 kriegen durch diese Map-Funktion, dann wissen wir können auf jeden Fall 5 nach vorne gehen, ohne in irgendwas reinzulaufen. Ja, denn da kann nichts sein. Wir haben irgendwie so eine Kugel um uns rum vom Radius 5, wo wir wissen, da ist nichts drin. Und dann laufen wir halt 5 nach vorne, ja, addieren dieses D auf die Distanz drauf, die wir bisher gelaufen sind. Und dann laufen wir nochmal durch die Schleife und gucken, okay, was ist jetzt der Wert von Map? Ja, dann können wir vielleicht 2, dann können wir nochmal 2 nach vorne laufen oder so. Und so tastet man sich schrittweise an das Objekt ran. Genau, das ist das Verfahren, was Waymarching heißt und was diese Demo-Coder gerne benutzen. Ja, weil man halt mit sehr, sehr wenig Code irgendwie hübsche fancy Ergebnisse kriegt. Genau. Um die Geometrie besser sehen zu können, machen wir jetzt da nochmal Shading drauf. Ich habe hier genauso wieder eine Kugel definiert in der Map-Funktion. Und was da unten jetzt passiert ist, wir suchen uns die Normale an dem Punkt, den wir da gerade gefunden haben. Das ist ein Vektor, der steht quasi, ne, so aufrecht auf der Objektoberfläche, wie bei so einem Igel oder sowas. Also zeigt von der Oberfläche weg in den Raum.
Das ist diese Funktion, normal, also nochmal, wir kicken hier die Distanz aus der Trace-Funktion, dann rechnen wir uns nochmal explizit aus, welchen Punkt haben wir da gerade erreicht mit dem Strahl, den wir in die Szene geworfen haben. Und dann holen wir uns von dem Punkt die normale. Und was wir da eigentlich haben wollen, ist die Ableitung dieser Map-Funktion, ja, um quasi in der Richtung zu gehen, in der die Funktion größer wird. Und diese Normal-Methode macht jetzt nicht explizit die Ableitung, sondern das ist so Poor Man's Ableitung irgendwie. Wir gucken einfach mal in alle drei Achsen irgendwie, wir wackeln so ein bisschen dran rum. Ne? Wir gucken ein bisschen in der X-Achse, machen da ein bisschen drauf, gucken, was ist da der Map-Wert und ziehen davon ab, wenn wir so ein bisschen Epsilon wieder abziehen. Also das ist hier oben irgendwie 0,001 oder sowas. Machen das für alle Achsen. Dann haben wir halt so einen Vektor, der zeigt so ungefähr in die Richtung, wo es größer wird. Und das nehmen wir als normale. Funktioniert. Gut genug. Und diese normale nehmen wir hier jetzt erstmal tatsächlich als Farbe, wodurch wir schon mal so ein bisschen die Form dieses Objektes sehen. Wir können vielleicht nochmal ein interessanteres Objekt hier reinbauen und machen wieder so ein Rechteck. Das funktioniert echt genauso wie im 2D-File tatsächlich. Gucken, ob wir das noch hinkriegen. Also, wir haben unseren Punkt. Wir ziehen jetzt ein Ding ab, was irgendwie uns die drei Achsen-Dimensionen vorgibt. Das Maximum mit dem Nullvektor und die Länge vom Ergebnis. Schauen wir mal, dann kriegen wir nichts. Ja, letztendlich schon, um das in alle Richtungen zu kriegen. Genau, danke. Genau, das ist auch ein Würfel. Wir können den ja mal ein bisschen bewegen, damit wir irgendwie was von dessen Form sehen. Oder wir setzen die Kamera hoch. Ich glaube, das ist hier eine ganz gute Idee. Wir haben ja diese Origin-Variable. Das ist irgendwie die X-Ausrichtung. Das ist die Y-Ausrichtung, dann schieben wir mal die Kamera ein bisschen hoch. Ne? Und dann sehen wir schon zumindest schon mal eine Oberseite von diesem Ding. Und was jetzt zum Beispiel auch total trivial ist, ist nicht so ein... Moment, kannst du die Kamera etwas nach rechts schieben? Du möchtest noch eine Seite sehen? Eine rote Seite. Genau. Wir machen diesen Würfel jetzt mal nicht so kantig, sondern noch ein bisschen smooth. Ihr habt ja noch von vorhin in Erinnerung, wie das in 2D-File aussah, dieses Distance Field um ein Rechteck rum. Ne? Da war an den Kanten, da waren so Teile, quasi so Viertelkurven irgendwie als Übergänge. Das heißt, wenn wir von dieser Funktion hier noch was abziehen, also machen wir mal irgendwie sowas, dann verschieben wir quasi die Grenze, ab der wir sagen, da ist ein Objekt nach außen, entlang dieser Hüllen quasi. Ne? Und dadurch kriegen wir total einfach irgendwie eine runde Kantenführung hin. Was ziemlich cool ist. Genau, okay. Und jetzt machen wir mal irgendwie schönere Beleuchtung drauf. Ich habe hier unten schon eine Variable Light definiert. Da soll später eine Lichtquelle sein. Ja, und was wir damit machen können, ist das Punktprodukt nehmen zwischen der Normale und so dem Verbindungsvektor von dem Punkt, an dem wir aufgetroffen sind mit unserem Strahl, zur Lichtquelle. Machen wir mal sowas und gucken, was passiert. P ist ein 3-Vektor, Light auch, die normale auch. Punktprodukt, achso, wir kriegen hier nur einen Float raus, ne? Genau, das Punktprodukt ist quasi die Länge des Vektors, also wir tun irgendwie zwei Vektoren rein und dann projizieren wir den einen Vektor auf den anderen drauf. Ja? Also, genau, kommt ein Skalar raus. Der umso größer ist, je paralleler die beiden sind. Ja, also was das hier heißt, ist, wenn wir einen Punkt der Oberfläche haben, der mehr in Richtung der Lichtquelle guckt, dann wollen wir da halt was Helleres hinmalen, als wenn er, weiß ich nicht, rechtwinklig da so wegguckt oder sowas. Das heißt, wir kriegen hier so die Stärke des Lichteinfalls und wir tun hier jetzt noch eine Farbe drauf. Machen wir mal irgendwie erstmal ein Grau oder sowas, um den richtigen Datentyp zu kriegen. Okay, offensichtlich habe ich da irgendwie diese beiden Dinger vertauscht. Okay, das ist schon mal so ein bisschen Lichteinfall. Ich glaube, wir wollen dies hier noch normalisieren, weil das sonst irgendwas sein kann. So haben wir die Richtung, genau, das ist ein bisschen heller. Und tun die Lichtquelle noch mal ein bisschen zu uns hin oder so, damit wir da auch was von der Vorderseite sehen, genau. Wir könnten auch, weiß ich nicht, die Lichtquelle kreisen lassen zum Beispiel. Entlang der Zeit.
gucken, wie das aussieht. Sowas, dann sehen wir ein bisschen was von der, von der Geometrie, genau. Ich glaube, so müsste es genau über dem Ding kreisen. Genau. Okay, so haben wir schon mal ein bisschen Beleuchtung auf der Szene. Wir können jetzt noch mehr fancy Sachen machen. Zum Beispiel Glossy-Effekte. Ich habe hier schon vorbereitet einen Vektor, der gibt an die Reflexion. Wenn wir unseren Strahl auf den Körper schießen, wenn wir ihn quasi spiegeln entlang der Normale. Ja, also das ist so der Ausfallwinkel, wenn wir wirklich einen Lichtstrahl da reinschießen würden, in welche Richtung der dann geht. Und was wir damit machen wollen, ist, dass wenn der die Reflexion einigermaßen gut auf die Lichtquelle guckt, dann wollen wir da irgendwie so einen hellen Punkt hinmalen oder sowas, ne, als Spiegelung quasi. Das probieren wir mal aus. Wir bauen uns eine Variable, die sagt, wir nehmen wieder das Punktprodukt zwischen diesem Reflection-Vektor und der Richtung der Lichtquelle. Reflection oder Reflektor. Genau, danke. Reflection, ja. Genau, das Punktprodukt. Gucken wir mal, wie das aussieht. Wir tun das jetzt einfach, wir addieren das da jetzt einfach mal drauf. Auch mit irgendeiner Farbe. So. Interessant. Weg, genau. Ich gehe irgendwie immer davon aus, dass es meine Datentypen richtig rät. Macht es leider nicht. Okay, sieht man da einen Unterschied schon? Ja. Diese Kanten sind manchmal heller, ne? An der vorderen rechten Ecke, da wo du rausgrad ist, das bei uns. Genau. Genau. Was man oft macht, ist, also das ist ja jetzt auch irgendwie ein Wert zwischen 0 und 1, dass man da ein bisschen potenziert und irgendwie hoch irgendeines Faktors nimmt oder sowas, um das klarer abzugrenzen. Ich denke, das machen wir mit dem Ganzen. Probieren wir mal, diesen Wert zu nehmen und dann irgendwie hoch 10 oder sowas. Specular used uninitialized. Interessant. Moment. Powerflip int. Oh, ich habe 10 geschrieben. Ich hätte 10.0 schreiben müssen. Genau. Ja. Und das ist jetzt schon ein besser also eben war dieser Effekt ganz groß. Jetzt ist er ein bisschen klarer abgegrenzt, dass nur innerhalb eines recht kleinen Bereiches wir diese Spiegelung sehen können. Ja. Je größer wir das machen, desto mehr sieht das aus wie so ein spiegelndes Objekt irgendwie. Und siehst du die Reflexion in der Rückseite? In der Tat, genau. Wir könnten das verhindern, indem wir sagen, also was da passiert ist, wir kriegen durch dieses Punktprodukt halt auch negative Werte, wenn es auf der anderen Seite ist, in der Tat. Dann sagen wir einfach, wir wollen das alles wegwerfen und wir sagen wieder, alles was negativ ist, interessiert uns eigentlich gar nicht. Genau. So ist es. So ist es korrekter. Ja, definitiv. Genau, wir können das jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen einfärben. Und vielleicht, also gerade was nicht bedeutet, ist es halt komplett unsichtbar. Könnten wir noch sagen, wir wollen irgendwie einen Ambient-Term, so der so ein bisschen Umgebungslicht uns gibt oder so. Probieren wir mal sowas, dass wir da auch noch einfach drauf addieren. Das muss ein Vektor sein. Ungefähr so. Huch, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ist aber auch interessant. Was ich erwartet hätte, dass auch dass der schwarze Hintergrund zum Beispiel diese Farbe annimmt. Aber da gibt es ja kein Objekt, auf dem die Farbe reflektieren könnte, oder? Das wäre eher so Himmel oder sowas dann, ne? Ja. Ja, also wenn du Steps ja auch maximal 64 Mal. Das ist ja alles nach dem. Die Reflexion ist so. Ich glaube, dieses Ding wird auch negativ werden, ne? Wir könnten das ja auch mal beschränken auf positive Sachen. Ich glaube, das geht in den negativen Teil rein. Das ist dann halt auch einfach schwarz, weil das nicht dargestellt werden kann. Aha, genau. Okay. Machen wir das mal blau. So, genau. Was ihr da jetzt auch sehen könnt, ist am Rand dieses Objektes gibt es so ein bisschen Artefakte
wo man irgendwie noch mehr Arbeit reinstecken müsste, die wegzumachen. Was da passiert ist, dass der Strahl ganz nah an dem Objekt vorbeikommt, dann irgendwie so ganz kleine Minischritte macht und dann irgendwie die 64 Iterationen auslaufen oder so und dann da das Ergebnis kommt, okay, da ist jetzt irgendwie ein Objekt in diesem Abstand, obwohl wir eigentlich ganz dicht dran vorbeigegangen sind. Ja, müsste man irgendwie noch mehr Arbeit reinstecken, um das hübscher zu machen. Erhöht auch nochmal die Anzahl der Schritte. Können mal gucken, was das tut, ja, in der Tat. Ja, das ist besser. Also damit es flüssiger läuft, gehe ich mal da runter. Aber so ist es auch etwas besser. Das ist eine interessante Frage. Ja, da läuft jetzt auch der Strahl irgendwie, auch wenn er ins Nichts läuft, irgendwie irgendwo gegen, ne, und sagt uns, da ist Objekt. Interessant. Könnte man auch absichtlich machen eigentlich. Ich wollte es gerade sagen. Da könnte ein Objekt sein. Kannst du die Anzahl der Schritte mit der Zeit variieren? Das ist ja... Eher die Form des Objektes mit der Zeit variieren. Erster Schritt von Vorschlag. LSD für Computer. Später ist dann die Anzahl der Schritte vom Helfer abhängig. So kriegen wir, glaube ich, irgendwas zwischen 0 und 1. Je weniger HP du hast, desto mehr LSD-Faktor. Herr Bohr. Ich wollte die HP-Vorlage. Ich glaube, es kriegt diesen Vergleich nicht hin zwischen einem Integer und einem Float. Also diese Sprache ist sehr, sehr dumm. Du kannst einen explizit Cast machen? Also in und durch Klammer auf und Konstruktor vor? Ich meine, das ist nicht schneller, aber ist egal. Ja, ich glaube, das unterstützt die Sprache einfach nicht. Jetzt ist noch ein Float aus dem I. Ja. Okay, probieren wir. Das müssen wir bestimmt sowas schreiben, ja. Ich glaube, es möchte das nicht. Okay, ja, zur Sicherheit. Okay. Das compiled. Das compiled. Das sieht allerdings. Okay, es fällt sich sehr langsam. Ne? Du kriegst auch Blut. Also das ist schon das, was wir ungefähr uns vorgestellt haben, glaube ich. Ja, das Problem ist, dass die hohen Zahlen, das ist nicht linear, der bisher ist. Jawoll! Genau. Wie gesagt, könnte man absichtlich machen. Wir machen nochmal ein paar normalere Sachen. Also okay, ich lasse das jetzt einfach auf Float, das scheint da irgendwie auch egal zu sein. Zum Beispiel können wir da eine Ebene drunter setzen oder so. Mir so ein Cube. Und wir wollen außerdem irgendwie eine Ebene drunter. Und da sagen wir einfach, das ist der Abstand unseres Punktes, also quasi der Y-Wert. Ne? Probieren wir mal, was da passiert. Das wird dann nach oben positiver. Genau. Dann kriegen wir so eine langweilige Ebene und jetzt machen wir da wieder ein Smooth Minimum drauf oder so. Gucken, wie das aussieht. Ja, genau, danke. Aha, genau. Das blendet sich dann da auch so fancy rein. Oder wir könnten dessen Position noch verändern, Abhängigkeit von der Zeit tatsächlich oder sowas. Sagen wir mal hier. Genau, sieht man so ein bisschen die Effekte. Wir können diese Plane ein bisschen wellig machen oder so. So wird die ganze Ebene hoch und runter gehen. Ja, genau. So. Wollen wir auch die Zeit Würfels verändern?
bringt ja nicht die ganze Ebene, die Ebene, der fix ist. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Genau. Ja, oh. Oh, ist ja, das ist ein bisschen lahm. Können ja hier noch was rein addieren, zum Beispiel wieder die Zeit oder so. Oh oh. Genau, oder wir ziehen sie ab. Ja. Die Artefakte sind wirklich schlimm, ja. Wir können auch versuchen, sowas wie irgendwie, dass die Lichtquelle nur begrenzt Leuchtkraft hat oder sowas. Das ist die Sache. Wir können ja für die Lichtquelle, also irgendwie, wir haben ja den, wir kennen ja den Abstand der Lichtquelle zu dem Punkt. P und Light. Und wir sagen jetzt, wenn das zu weit weg ist, dann blenden wir es halt aus. Ich glaube, so wird es falsch drum sein. Oder? Achso. Das musst du ja kontrollieren. Nee, du kannst halt noch einfügen und wenn das Ding nicht funktioniert, dann nimmst du es halt nicht. Ich hab den ganz in der Hand. Genau, das ist ja nicht viel. Genau. Ja, das ist falsch rum. Boah, ja. Vom Tune. So. Nicht ganz weg, aber das ist schon mal ja. Aber es ist jetzt auch wieder eine ganze Ecke langsamer geworden. Naja. Mein Lüfter pumpt ja ordentlich was durch, genau. Genau. So ein bisschen Würfel und so ein bisschen Wellen. Also, Was ich euch noch zeigen kann, was ziemlich cool ist, wir können jetzt, also das ist jetzt halt ein Würfel und so. Ist ja ein bisschen lame, wir wollen jetzt mehr Würfel haben. Und was wir da machen können ist, ich möchte jetzt den Raum quasi wiederholen. Also diese Funktion ist gerade halt irgendwie, die geht... weiß ich nicht, irgendwie weg und ist dann irgendwie ganz groß oder sowas. Und wir könnten jetzt irgendwie, ich möchte das in Map machen, genau. Wir nehmen uns die X-Koordinate, nehmen wir da den fraktionalen Anteil von und tun das mal in PX rein, gucken, was passiert. Genau, okay. Oh Gott. Das also, was jetzt passiert ist, dass sich der Raum wiederholt irgendwie, ne, zwischen 0 und 1 dieses X-Wertes. Und um irgendwie den ganzen Würfel zu sehen, können wir sowas ausprobieren wie, wir teilen das durch 4 und multiplizieren das wieder mit 4 und verschieben es ein bisschen. Oder so. Interessant. Achso, ich sollte es abziehen, ne? Genau. Danke, wer immer das gesagt hat. Ja. Machen wir die Kamera wieder in die Mitte. Oder beides. Das ist hier mit Gewürzen. Genau. Und... Wenn wir so irgendwie die Oberhälfte des Bildes, kann man nicht. Das ist ein Spiegel, wo oben nochmal draufkommt. Jetzt geht's ab. Und also man kann das beliebig weiter treiben. Ne? Man könnte jetzt auch irgendwie so eine Volumentextur sich definieren, die für jeden Punkt des Raumes uns irgendwie eine andere Farbe gibt oder sowas. Das da auch noch irgendwie reinnehmen. Dann kann man so... holzartige Strukturen machen oder sowas. Das Recht jetzt so ein bisschen nach rechts verschieben. Du musst das ganze Bild nochmal links rumspielen. Genau. Ich glaube, das ist so ungefähr das, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir hiermit für Schabernack treiben wollen, interessant. Ist doch zumindest ein passender Punkt, wo ich gerade gesagt habe, dass ich fertig bin. Ja, ich glaube, mein Rechner möchte nicht mehr. Okay, ich werde die Codeballspiele nachher mal irgendwie im Wiki verlinken oder sowas, falls ihr da selber mit rumspielen wollt. Und ansonsten, danke fürs Zuhören.